ob als Beilage oder einfach nur so, das Kartoffelgratin ist seit über 200 Jahren ein absoluter Klassiker. Wie ihr andere Köche alt aussehen lassen könnt und welche Tipps ihr dafür braucht, das zeige ich euch. Beim Kartoffelgratin müsst ihr natürlich auf die Auswahl eurer Kartoffeln achten. Ich persönlich verwende vorwiegend festkochende Kartoffeln, dann müssen wir die vorkochen. Solltet ihr auf mehlig kochende Kartoffeln zurückgreifen, könnt ihr darauf verzichten. Im ersten Schritt bereiten wir unsere gewürzte Sahne vor. Dafür verwenden wir natürlich Sahne. Wir nehmen einen Schluck Gemüsefond, getrockneten Majoran, eine gute Prise Pfeffer, grobes Salz. Und genau wie Majoran ist auch Muskatnuss so ein klassisches Kartoffelgewürz. Das Ganze stellen wir auf den Herd und kochen das mit den Kartoffeln gleich hoch. Die schneiden wir uns einmal. Bei so einer kleinen Portion mache ich das direkt mit dem Messer, ohne Küchenreibe. Und schneide die in circa 1 bis 2 mm dicke Scheiben. Wir machen unser Gratin ja heute in so einer kleinen Königspastetenform. Die Kartoffeln geben wir einmal gesamt zu unserer gewürzten Sahne. Und dann stellen wir das Ganze mal auf den Herd. Damit die Stärke der Kartoffeln nachher das Gratin abbindet, kochen wir das Ganze einmal auf. Ruhig 1-2 Minuten köcheln lassen. Das verkürzt auch eure Garzeit beim Gratin. So, das Ganze einmal vorgekocht, füllen wir es direkt in unsere Förmchen. Einmal ausgebuttert. Immer mal wieder ein bisschen Flüssigkeit dazugeben. Sollte schon ordentlich Sahne dabei sein. So. Und dann können wir das Ganze schon in den Ofen stellen bei ca. 160 Grad. Bei dem kleinen Förmchen 10 bis 12 Minuten und dann nochmal hochdrehen auf 170 Grad und da auch nochmal circa 5 bis 10 Minuten garen lassen. So, während das Gratin im Ofen schmort, kümmern wir uns mal um unseren Käsechip. Wie ihr gesehen habt, habe ich noch keinen Käse auf das Gratin gestreut. Ich mache das immer separat. Wir machen jetzt einen Käsechip und so kann jeder eurer Gäste oder aus der Familie entscheiden, ob er Käse essen möchte oder nicht. Ich persönlich nehme immer Gruyère oder Appenzeller, also einen sehr würzigen Käse. Wenn ihr ein bisschen milder haben wollt, würde ich auf einen Emmentaler oder einen Edamer zurückgreifen. Eine gefettete Form. Kleine Handvoll Käse. Bisschen platt drücken. Und genau so gebt ihr das in den Ofen. Fast fertig ist er, unser Käsechip. Ist natürlich noch wahnsinnig heiß jetzt und er muss auch ein bisschen auskühlen. Damit der Käse wieder hart, beziehungsweise das Fett im Käse wird hart. Wir können ihn, weil wir es vorgefettet haben, einfach rausziehen, lassen ihn abkühlen. Er wird richtig fest und wir stecken ihn gleich ins Gratin. So, fertig ist unser Gratin. Unser Chip müsste auch schon ausgekühlt sein. Das sieht gut aus. Den könnt ihr einfach am Rand mit ins Gratin stecken. Und fertig ist euer Kartoffelgratin und jeder kann selbst entscheiden, mit oder ohne Käse.